Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Starterhaus mit dem Basisspiel und dem Elternfreuden-Pack. Dieses Haus soll für Harvey aus der 100 Baby Challenge sein und dies ist Teil 3. So, ich guck mal wieder, wie viel Geld ich noch habe. Jetzt sind es hier 14.521, also habe ich noch etwa 5.000 für Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Oh, wow, wow, das ist schon ein knappes Rennen. Also viel Geld für Gartengestaltung bleibt da nicht übrig. Okay, also mache ich einfach meine Küche. Da würde ich jetzt natürlich schon sehr gerne die Elternfreuden-Küchendinger nehmen. Mal gucken, 200 im Vergleich zu 150. Na, das müsste gehen. Und ja, vielleicht nehme ich einfach mal diese Farbe, die ich jetzt auch im Bad angefangen habe. Und man braucht ja eigentlich nur zwei von diesen Theken. Und der Kühlschrank. Der ist natürlich ein Klops. Der kostet 2400 im Vergleich zu 375. Tja, ich denke mal, dann ist es ziemlich klar. Dann nehmen wir erstmal hier so einen normalen. Und mit dem Herd sieht das, glaube ich, genauso aus. Das ist auch 1555 im Vergleich zu 400. Tja, leider nicht viel Wahl. Okay, jetzt wird das hier noch ein bisschen umgruppiert. Ich stelle mal hier den hin für zum Spülen. Und dann hier den zum Zubereiten. Dann kommt hier noch ein Spülbecken. Es ist also alles schon mehr Basisspiel als Elternfreuden. Einfach aus Kostengründen. Und dann nehmen wir auch einen preiswerten Mülleimer. Passt der? Ja, der passt so halbwegs. Ist ein bisschen zu leuchtend blau, aber so. Okay, eigentlich würde hier ja noch sehr gut noch so eine Theke hinpassen. Schauen wir mal, ob am Schluss noch Geld übrig ist. Zuerst brauche ich jetzt mal Licht. So, dann nehme ich mal, na, das sollte hier schon eins möglichst zentral sein und vielleicht hier noch eins. Ah ja, dann ist dieses hier gut ausgeleuchtet. Fast zu gut. Tja. Warum? Ah, weil es tagsüber und ist und es so viele Fenster gibt. Jetzt mache ich mal Nacht. Nacht. Dann ist dies Eck finster. Dann mache ich hier auch so eine Lampe ins Wohnzimmer, damit es gemütlich ist. Denn gemütliche Lampen gibt es, glaube ich, nicht von dem Elternfreuden. Nur diese Marmeladengläser. Gut, das werde ich mir nochmal überlegen, ob ich über dem Esstisch vielleicht so ein Marmeladenglas machen kann. Denn wir brauchen jetzt ja auch einen Esstisch. Den stelle ich jetzt mal hin, bevor ich mich um die Tapeten kümmere. Und der Elternfreudentisch. Wo ist er denn? Ist bestimmt auch wieder recht teuer da. 500. Ah, den können wir uns vielleicht gerade so leisten. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, ist das ein bisschen arg eng im Eingangsbereich. Wenn ich ihn hier hinstelle, ja, dann fällt man nicht gleich so rein. Aber mal gucken. Und auf der Seite, eigentlich wäre ja hier die Küche sinnvoll und hier ein schöner Essbereich. Aber dann ist hier dieses Fenster fehl am Platz, was man ja verschieben kann. So. Ja, ich denke mal, das macht Sinn. Gut, also. So.
Okay, schön da rangeschoben. So, dann ist es nicht so gedrängt. Und man hätte ja sonst an dieser Wand, wo ich jetzt die Küche hinmache, sonst einfach nur Leerlauf. Also im Prinzip kaum was. Und so ist es jetzt sehr schön großzügig alles. Die Elternfreudenstühle, was kosten die denn? Ist das hier auch Elternfreuden? Kostet 100, würde gehen. Und dann gibt es die hier, die kosten 115. Ist das wirklich auch Elternfreude? Ja, die habe ich noch nie benutzt. Vielleicht sollte ich die mal nehmen, damit ich die mal benutzt habe. Ich habe sonst immer nur diese eckigen genommen. So. Und nehmen wir der Vollständigkeit halber so einen Hochstuhl. Ich mag ja die Hochstühle nicht. Alternativ ein kleines Sesselchen. Ja, das würde doch passen hier, so ein Mini-Sim-Sessel. So. Und den drehe ich so ein bisschen. So. Ach, das ist hier schon der zweite, der in Arbeit ist. Nein, ich will nur einen haben. So. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber das Kind muss ja da auch irgendwie draufkrabbeln können. Und so ein Hochstuhl. Ah, das ist Esszimmer. Warum haben sie denn hier die Hochstühle nicht? Oder sehe ich die nur nicht? Na gut, die sind halt nur bei Kindersachen. Da könnte man diesen nehmen. Und sobald ich dann eingezogen bin mit meinem Harvey, schmeiße ich den wieder raus. Es wäre natürlich eine Möglichkeit. Nö, ich lasse das mal so. So, die Frage ist nur, ob ich das hier, ja, um den Raum besser auszufüllen, stelle ich das so hin. Das, ja. So. Und dann schaue ich mal, was hier noch hinpasst. Und wofür wir noch Geld haben. 17.000. Wir haben also nicht mehr viel Geld. Es ist also dann auch so eine Art Ausbauhaus. Also sprich, das Rudimentäre ist da und für den ganzen Rest muss man noch mal Geld in die Hand nehmen. Wohnzimmer. Da wäre jetzt natürlich auch so ein Elternfreudensofa schön. Mal gucken. Ach, schon das kleine kostet 450. Und das große kostet 695. Ist ja eine echte Investition. Tja, ich nehme immer gerne dieses Grüne, aber man kann ja auch nicht immer das Gleiche nehmen. Wie ist denn das hier? Tja. Das ist mir zu hellblau. Tja. Sehr unentschieden bin ich da. Ja, das ist mir eindeutig zu hellblau. Dann nehme ich jetzt erstmal das und ich stelle mir auch noch mal so eins hin. Und guck mal, die Farbgebung würde mir besser gefallen. So, vielleicht kann ich ein solches nehmen und dann noch so ein billiges. Da gibt es ja diese hier, die recht preiswert sind. Da kostet so ein großes 425 und dies kostet 290. Aber dies würde, glaube ich, irgendwie passen.
Nicht so ganz. Ich guck mal von den Farben her. So eine Mischung von beidem wäre gut. Das ist mir zu trist. Das ist zu dunkel. Passt farblich irgendwie alles nicht so ganz. Dann kann ich auch dieses billigste nehmen. So. Das passt sogar besser irgendwie. So. Vielleicht so ein bisschen mehr zusammengeschoben. Naja, das sieht schon besser aus, wenn das hier da ganz ist. Okay, ich denke mal, ich probiere das so. Ja, jetzt sind es fast 18.000. Einen Tisch. Da gibt es diese schönen... Oh, der ist halbwegs bezahlbar. 200 Simoleons beide. Gut. Dann gucke ich mal, ob sich da farblich was machen lässt, was passt. Das könnte halbwegs passen. Und die Alternative... Ja, hat fast die gleichen Farbeinstellungen. Dann nehme ich lieber den da. Und such noch mal durch. Nee, das ist mir ein bisschen zu poppig. Das wird besser passen. Okay. Ja, ein rudimentäres Wohnzimmer wäre das. Dann kommt jetzt mal ein Fußboden rein. Ja, und Wand brauchen wir auch noch. So, Fußboden. Holzfußboden. Gucken wir mal, wie sich der hier macht. Ja, gefällt mir eigentlich immer ganz gut, aber das ist halt dann so blau in blau. Der? Oder der? Nee, der ist mir zu... Das da? Nee, das ist zu finster. Tja, vielleicht das Weiß? Oder was kostet der? Der ist schon teurer. Dieser hier auch. Der ist zu rustikal. Und der hier... Tja, macht es nicht viel besser. Der da... ist mir so ein bisschen zu rotbraun. Tja, und die sind alle teurer. Was war mit dem? Nee, das ist mehr so für eine Junggesellenwohnung. Ich glaube, ich nehme diesen grünen. Dann setzt sich dieses Blau doch ein bisschen davon ab. Okay, jetzt kriegt die Küche eine extra Tapete. Da gucke ich noch mal nach diesen Elternfreudendingern. Mit denen stehe ich zwar immer auf Kriegsfuß. So. Aber es passt halbwegs. Und für den Rest... Da gucke ich noch mal nach diesen super spießigen Elternfreudendingern. Oh, dies hier könnte man auch mal wieder nehmen. Naja, es ist aber nicht Elternfreuden. Nach diesen hier. Da würde das halbwegs passen. Ich glaube, ich mache mal hier alles in der Farbe und dann die Küche nochmal neu. Das dürfte am wenigsten Arbeit sein. So. So mache ich das. Ja. Und den Fußboden mache ich im Wohnzimmer etwas anders, damit das aussieht wie ein Teppich. Also ich mache sozusagen Teppichboden hin. Mal gucken, das ist fast der gleiche Farbton.
Das sieht etwas anders aus. So. 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 Und dann mache ich hier so Ecken. War das F oder Ctrl F? Okay. So. Ja, dann sieht das so aus, als soll das so aussehen, als wäre das ein Teppichboden. Und der hat dann nichts extra gekostet. Ah, ich sollte mal dieses hier ein bisschen verschieben, damit es harmonisch mit dem Tisch abschließt. So, Kassensturz. 18.543. Wir haben jetzt also noch 1.500 übrig für ein bisschen Deko. Oh, wir bräuchten vielleicht auch noch eine Staffelei. Wenn er seinen Lebensunterhalt mit Malen verdienen will, brauchen wir eine Staffelei. Ja, hier vielleicht. Dann ist auch gleich wieder Geld futsch. Aber das dient ja dem Broterwerb. Dann nehme ich mal so eine blaue. Oh, die ist mir zu angemalt. Und die, ja, die geht halbwegs. Okay. Gut. Und dann Zimmerpflanzen. Vielleicht so eine Palme. Ich glaube, die kostet 150. 290. Nee, das ist mir jetzt doch zu teuer. Vielleicht kann ich da irgendwas vergrößern. Diese hier. Ja, die mache ich größer. So. Okay. Ja, dann sieht das doch nach einer stolzen Zimmerpflanze aus. Okay. Und irgendwas zum auf den Tisch stellen. Da könnte man vielleicht so ein kleines Pflänzchen. So eins. Ja, mit einem roten Farbtupfer. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay. Und hier. Ah, Kinderspielsachen. Jetzt gucken wir mal, wenn ich das hier mehr hier hinschiebe. So. Dann hätte ich da noch Platz. Ah, da ist jetzt diese Ecke ungünstig. Aber ich guck mal nach den Puppenhäusern. Weil ein Puppenhaus ist schon sehr schön für die Kinder. So, Kleinkinder. Und dann, die haben leider alle so krasse Farben. Das Grüne passt am besten. Wenn ich das so ein bisschen so hinschiebe. Das müsste eigentlich noch bespielbar sein. Mal gucken, ob es da rausguckt. Ja, es ist nicht die feine englische Art. Und wenn ich es so schräg hinstelle, dann stört das hier so ein bisschen, aber das kann ich noch so weit ranschieben. Hier. So. Na komm. So. Das geht dann eigentlich. Und das ist auch ganz schön, das ist dann so Richtung Mama gerichtet, wenn die kocht oder so. Gut, Finanzen. 19.178. Mache ich hier jetzt mal wieder Tag. Und ich denke mal, mit diesem Teil mache ich jetzt Schluss und dann mache ich im nächsten Teil ein Finish. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!